zusammen. Ihr habt es gesehen, wir machen heute einen Gyros-Nudelauflauf. Der ist auch unkompliziert zu machen. Ich habe mir jetzt überlegt, und zwar, ich werde in die Infobox mal gewisse Mengen schreiben. Wie zum Beispiel Nudeln werden bei der Menge eigentlich 100 Gramm angegeben. Im Vergleich zum Gyrosfleisch dann 250 Gramm. Sowas werde ich angeben. Aber wie jetzt zum Beispiel, ob man jetzt mehr Gewürze dran macht oder so, das ist natürlich wieder ganz individuell. Deswegen lasse ich zum Beispiel bei Majoran, schreibe ich jetzt nicht, ob es jetzt ein Teelöffel ist oder ein halber oder zwei Teelöffel. Das kann man dann wieder so nach eigenem Geschmack einfach machen. Und zwar die Nudeln habe ich jetzt einfach schon mal abgekocht, die sind sozusagen schon bereit. Dann habe ich hier einfach jetzt so fertiges Gyrosfleisch, deswegen sollte man auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Gewürzen, weil das ja auch schon ordentlich gewürzt ist. Dann haben wir hier einen halben Esslöffel Mehl, dann haben wir hier drin, und zwar 100 Gramm Zucchini klein geschnitten, 100 Gramm Tomaten und die Lauchzwiebelchen, seid ihr auch durch? Geschnitten. Die Lauchzwiebelchen. Dann haben wir etwas Öl. Ist natürlich wieder keine Werbung. Das brauchen wir gleich zum Anbraten. Und hier drin haben wir Eimer. Und zwar 125 Milliliter Wasser, 75 Milliliter Sahne. Dann habe ich hier etwas Majoran drin. Etwas, also einen halben Teelöffel Instantbrühe. Dann etwas Paprika edelsüß. Und etwas Salz noch, aber mit dem Salz, wie gesagt, und Pfeffer. Aber mit dem Salz ein bisschen aufpassen, wegen dem gewürzten Gyrosfleisch. Und jetzt müssen wir eigentlich nur los zur Pfanne und das Ganze erstmal anbraten, bis auf halt die Nudeln. So, und was ich noch vergessen habe zu sagen, was wir natürlich noch brauchen, ist dann später der Käse zum Überbacken. Und jetzt geben wir mal das Fleisch hier rein. Ich hätte eigentlich gedacht, es wäre noch heißer von den Nudeln. Aber egal, jetzt ist es drin. Aber normal sollte man das ja jetzt scharf anbraten. Wenn wir das soweit haben, geben wir für einen kurzen Moment unsere Zucchini, die Frühlingszwiebeln und die Tomaten dazu. Weil wir wollen die ja nicht ganz so durchgekocht haben. Deswegen reicht es, wenn die einen kurzen Moment mit andünsten. So, jetzt sind so 2 Minuten vergangen, dann geben wir einfach das Mehl hinzu. Und dann löschen wir das Ganze jetzt ab mit Sahne. Was hatten wir? Sahne, Wasser, Majoran, Pfeffer, Salz. Paprika edelsüß. Ich glaube, das war alles. Aber ansonsten steht es ja auch in der Infobox. Jetzt lassen wir das einfach ein bisschen andicken. Und jetzt können wir das Ganze eigentlich schon schichten, wie so eine Lasagne. Ich habe jetzt den Ofen schon mal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Ihr könnt aber auch gerne 175 Grad Umluft wählen. Gebe ich erstmal davon was rein. Dann was von unseren Nudeln. Also wer keine Lust auf Schichten hat, könnte im Prinzip natürlich auch die Nudeln einfach noch dazugeben zu dem Fleisch und Gemüse und das alles zusammen hier in die Form geben. Und dann kommt nur noch unser Käse oben drauf. Dann geht das Ganze schon ab in den Ofen. So, wir sind schon wieder fertig und zwar, das Ganze war jetzt 20 Minuten im Ofen und ich würde sagen, jetzt probieren wir einfach mal. Nimm auf jeden Fall ein Stück von Gyros. Na, da zieht sich der Käse. Mmh. Super lecker. Muss ich noch mal zugreifen.
sehr, sehr lecker. Da bleibt mir eigentlich wieder nicht viel zu sagen. Schmeckt super lecker. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, es nachzumachen. Also macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!